Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, im Februar diesen Jahres haben wir den Mischling Edu schon einmal vorgestellt. Doch noch immer verbringt er seine Tage im Tierheim und das soll sich nun möglichst bald ändern. Der kleine Rüde wurde von seinem Frauchen in der Arche Noah abgegeben, weil sie sich wegen Krankheit nicht mehr um ihn kümmern konnte. Das Frauchen hatte einst Edu, der aus dem spanischen Tierschutz kam, ein neues Zuhause gegeben. Da war für Edu seine Hundewelt ein paar Jahre sehr schön. Er war Einzelprinz und genoss die absolute Aufmerksamkeit seiner Menschenfreundin. Mit einem Mal aber war alles anders und Edu sitzt seitdem in einer Welt, die seinen Bedürfnissen nach Geborgenheit nicht gerecht werden kann. Die wenigen Mitarbeiter der Arche Noah können ihm kein Ersatz für sein verlorenes Glück sein. Man kann sehen, wie sich der kleine Hund ohne Bezugsperson verändert hat. Er ist Fremden gegenüber misstrauisch und ängstlich. Edu mag keine anderen Tiere und bellt von der Leine aus auch gern Artgenossen an. Von Menschen, die sich ihm langsam und vertrauensvoll zuwenden, lässt er sich gern verwöhnen. Edu wirkt traurig und unsicher. Wie soll so ein Hundi auch verstehen, dass es nach dem Straßenleben in Spanien auf einmal so schön war und nun ein Tierheimhundezwinger sein Zuhause sein soll? Wenn sich ganz liebe Hundefreunde finden, die dem kleinen Edu noch einmal das Hundeleben versüßen, dann taut er bestimmt wieder auf und kann sein Leben wieder richtig genießen. Er wurde 2006 geboren und ist als körperlich kleiner Hund also noch kein alter Opa. Er könnte noch etliche schöne Jahre mit seinen neuen Freunden haben. Da er mit einer Einzelperson in der Wohnung gelebt hat, würde ihm das bestimmt wieder gefallen. Vielleicht fühlt er sich auch bei einem ruhigeren Ehepaar wohl. Eine Familie mit Kindern aber wäre für Edu wohl nicht geeignet. Das kannte er nie. Alle Mitarbeiter der Arche Noah wünschen dem traurigen Edu, dass er noch in diesem Jahr neue Menschenfreunde finden kann und dem Tierheim für immer Tschüss sagen kann.